Der Positivtrend setzt sich fort. RWE siegt auch gegen Waldhof Mannheim. 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen, das Tabellenmittelfeld ist vorerst erreicht. Gezwungenermaßen musste Abwehrspieler Maiko Sponsel seiner Mannschaft auf diesem Weg von der Tribüne zuschauen. Der 20-Jährige schildert, wie er die letzten 2 Monate erlebt hat. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist zu erkennen, dass wir jetzt in der dritten Liga angekommen sind. Haben jetzt in den letzten 3 oder 4 Heimspielen, glaube ich sogar, ne, sind wir ungeschlagen. Und ja, auch auswärts konnten wir jetzt zuletzt punkten. Und von daher bin ich sehr zufrieden. Gegen den Waldhof endlich Sponsels Comeback. In der 89. Minute wurde die Köln-Leihgabe eingewechselt. Einfach wieder dabei zu sein bei der Mannschaft und dass ich dann zum Schluss noch für ein paar Minuten reinkomme und ja, dass wir den Dreier dann mit nach Essen nehmen, das war schon sehr cool. Ein furioser Elfmeterschießensieg gegen Schwarz-Weiß Essen kostete unter der Woche Kräfte. Für Sponsel der erste längere Einsatz seit seiner Verletzung. Ging halt darum, wieder auf Minuten zu kommen für mich und das hat sich jetzt in der englischen Woche perfekt angeboten und ja, in den 60 Minuten habe ich natürlich versucht, mein Bestes zu geben. Nächsten Samstag geht's gegen den FSV Zwickau um Punkte. Sponsel fühlt sich fit genug für das Drittligaspiel. Auch jetzt durch die englische Woche, klar, ne? Belastung ist hoch, auch wenn man dann von der Verletzung kommt, ist jetzt nicht alles bei 100%, aber die Spiele jetzt haben mir gezeigt, dass die Verletzung, das Knie das hält und von daher fühle ich mich dementsprechend auch sehr gut. An die 16.000 im Schnitt, Essen hat den zweitbesten Zuschauerschnitt der Liga. Nicht nur darum möchte man eine Heimmacht werden. Sponsel weiß um die Relevanz der Zuschauer im Rücken. Es ist einfach unglaublich. Die geben uns einen Rückhalt, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist wie am Anfang der Saison. Die Fans, die waren immer da und das sieht man auch an den Zuschauerzahlen. Es ist eigentlich immer ausverkauft und ja, jetzt konnten wir das endlich ummünzen mit den Fans zusammen. Die geben uns unheimlich viel Push und ja, das gilt es jetzt weiter mitzunehmen und die nächsten Dreier einzufahren. Nur ein Punkt aus den letzten 5 Spielen. Zwickau befindet sich in einem Formtief. Sponsel weiß dennoch um die Stärke des anstehenden Gegners. Der Youngster mahnt zur Vorsicht. Zwickau wird auf jeden Fall nicht einfach. Also wenn man sieht, wir haben jetzt zuletzt gegen oben stehende Mannschaften gespielt, da haben wir uns gut verkauft. Und gegen unten stehende Gegner haben wir uns teilweise immer ein bisschen schwer getan, wie Bayreuth, wie man an den Ergebnissen gesehen hat. Die haben jetzt die letzten Spiele knapp verloren, auch gegen gute Gegner. Also einfach wird das auf jeden Fall nicht. Sein Wunsch für das anstehende Heimspiel kommt wie aus der Pistole geschossen. Ja, 3 Punkte. Einfach. Maiko, danke.